mein Führer. Am heutigen Abend ist nicht nur Ihr Volk, sondern ist die ganze Welt Ihr Zuhörer. Die Plutokratien des Westens sind wieder einmal dabei, die ganze Welt mit ihrer Lügenflut zu überschwemmen. Sie möchten nach alterprobtem Rezept wieder einmal den Versuch unternehmen, das deutsche Volk zu entzweien und es von ihnen zu trennen. Aber dieses Rezept wirkt nicht mehr. Das deutsche Volk steht wie ein Mann hinter ihnen. Die deutsche Nation hört nicht mehr auf die Stimmen, die von London oder Paris zu uns herüberdringen. Das deutsche Volk hört heute nur noch auf eine Stimme, und das ist die ihre. Die Lügenkapitäne der westlichen Plutokratie geben sich umsonst Mühe. Ihr Geschrei ist nur eine Ausgeburt ihrer Angst. Das deutsche Volk lehnt ihre Versuche mit kalter Verachtung ab. In unerschütterlichem Vertrauen steht es zu ihnen und hat sich am heutigen Abend wieder um sie versammelt. Am 30. Januar, dem Tag unserer großen Revolution. Es ist ein Tag der Verbundenheit des Volkes und der Dankbarkeit zu Ihnen. Und das wollen wir Ihnen am heutigen Abend versprechen. Unser Dank soll nicht ein leeres Wort sein. Unser Dank ist Kampf und Arbeit für Ihre große Sache. Der Führer spricht. Deutsche Volksgenossen und Genossinnen. Sieben Jahre sind eine kurze Zeit. Der Bruchteil eines einzelnen menschlichen normalen Lebens. Eine Sekunde kaum im Leben eines Volkes. Und doch scheinen die hinter uns liegenden sieben Jahre länger zu sein als viele Jahrzehnte der Vergangenheit. In ihnen ballt sich zusammen ein großes geschichtliches Erlebnis, die Wiederauferstehung einer von der Vernichtung bedrohten Nation. Eine unendlich ereignisreiche Zeit, die wir sie nicht nur erleben, sondern zum Teil gestalten durften. Manches Mal kaum überblickbar zu sein scheint.
Wir reden heute sehr oft vom demokratischen Ideal. Das heißt, nicht in Deutschland, sondern in der anderen Welt wird davon geredet. Denn wir in Deutschland haben ja dieses demokratische Ideal einst zur Genüge kennengelernt. Wenn die andere Welt also heute wieder dieses Ideal preist, so können wir darauf zunächst nur erwidern, dass dieses Ideal das deutsche Volk ja mindestens 15 Jahre lang in Reinkultur kennenzulernen Gelegenheit hatte. Und wir selbst haben ja nur das Erbe der Demokratie angetreten. Wir bekommen jetzt wunderbare Kriegsziele vorgesetzt, besonders von englischer Seite. England ist ja in der Proklamation von Kriegszielen erfahren, da es die meisten Kriege der Welt geführt hat. Es sind wunderbare Kriegsziele, die uns heute verkündet werden. Es soll ein neues Europa entstehen. Dieses Europa soll erfüllt sein dann von Gerechtigkeit. Und diese allgemeine Gerechtigkeit macht ja dann auch Rüstungen überflüssig, es soll dann abgerüstet werden. Durch diese Abrüstung soll dann die wirtschaftliche Blüte beginnen. Handel und Wandel sollen dann eintreten. Und zwar hauptsächlich Handel, viel Handel, freier Handel. Und unter diesem Handel, da soll dann die Kultur blühen. Und nicht nur die Kultur, sondern auch die Religion soll dann wieder gedeihen. Mit einem Wort, es soll jetzt endlich das goldene Zeitalter kommen. Dieses goldene Zeitalter ist uns nur leider schon einige Male so ähnlich illustriert worden. Und zwar nicht einmal von vergangenen Generationen, sondern von denselben Leuten, die es heute wieder beschreiben. Es sind ziemlich alte, abgeleierte Platten. Und es können einem die Herren wirklich leid tun, die nicht irgendeinen neuen Gedanken gefunden haben, mittels dem man vielleicht ein großes Volk wieder würde ködern können. Denn das hat man ja im Allgemeinen schon im Jahr 1918 versprochen. Das damalige Kriegsziel der Engländer war ja auch das neue Europa, die neue Gerechtigkeit. Diese neue Gerechtigkeit, die das Selbstbestimmungsrecht der Völker als wesentlichstes Element besitzen sollte. Damals versprach man ja auch schon eine Gerechtigkeit, die das Tragen von Waffen in der Zukunft überflüssig erscheinen lassen würde. Daher auch damals bereits das Programm der Abrüstung, und zwar der Abrüstung aller. Und um diese Abrüstung nun besonders sinnfällig zu machen, sollte diese Abrüstung gekrönt werden durch einen Bund der abgerüsteten Nationen, die ja nun entschlossen sein sollten in der Zukunft, alle ihre Differenzen, dass es noch einige Differenzen geben würde, daran zweifelte man damals wenigstens noch nicht. Aber diese Differenzen sollten nun ja, wie das so üblich ist, unter den Demokratien dann in freier Rede, in Gegenrede und Wechselrede weggeredet werden. Es sollte auf keinen Fall mehr geschossen werden. Und damals sagte man auch schon, dass die Folge dieser Abrüstung und dieses allgemeinen Weltparlaments dann eine ungeheure Blüte sein würde. Ein Aufblühen der Industrien und insbesondere auch, es wird das immer besonders betont, ein Aufblühen des Handels, des freien Handels. Auch die Kultur sollte dabei nicht zu kurz kommen. Und von der Religion hat man ja allerdings am Ende des Krieges damals etwas weniger gesprochen, wie jetzt am Beginn.
Aber immerhin, man erklärte uns wenigstens noch im Jahr 18, dass es ein gesegnetes und Gott wohlgefälliges Zeitalter werden sollte. Was nun gekommen war, das erlebten wir. Man hat die alten Staaten zerschlagen, ohne auch nur einmal die Völker zu befragen. In keinem einzigen Fall hat man damals erste Nationen gefragt, ob sie denn mit den Maßnahmen einverstanden sein würden, die man mit ihnen vorhatte. Man hat alte, historisch gewordene Körper, nicht nur staatliche Körper, sondern auch wirtschaftliche Körper aufgelöst. Man konnte an ihre Stelle nichts Besseres setzen. Denn was sich im Laufe von Jahrhunderten gebildet hatte, war wahrscheinlich an sich schon das Bessere gewesen. Auf keinen Fall konnten die Leute etwas Besseres hinsetzen, die der ganzen europäischen Geschichte ohnehin nur mit größter Arroganz gegenüberstanden. So hat man ohne Rücksicht auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker Europa zerhackt, Europa aufgerissen, große Staaten aufgelöst, Nationen rechtlos gemacht, indem man sie erst wehrlos machte und dann endlich eine Einteilung getroffen, die von vornherein Sieger und Besiegte auf diese Welt übrig ließ. Man sprach dann auch nicht mehr von Abrüstung, sondern im Gegenteil, man rüstete weiter. Denn man hat auch dann nicht etwa begonnen, nun die Konflikte friedlich zu bereinigen, sondern im Gegenteil, die gerüsteten Staaten führten Kriege genau wie zuvor. Nur die Abgerüsteten waren nicht mehr in der Lage, sich die Gewalttaten der Gerüsteten zu verbieten oder gar vom Leibe zu halten. Parallel damit kam natürlich auch nicht die wirtschaftliche Wohlfahrt, sondern im Gegenteil, ein wahnsinniges System von Reparationen führte zu einer wirtschaftlichen Verelendung nicht nur der sogenannten Besiegten, sondern auch der Sieger selber. Die Folgen dieser wirtschaftlichen Verelendung hat kein Volk mehr gespürt als das Deutsche. Die allgemeine wirtschaftliche Desorganisation führte gerade bei uns zu einer Erwerbslosigkeit, an der unser deutsches Volk zugrunde zu gehen schien. Auch die Kultur hat keine Förderung erfahren, sondern im Gegenteil, sie wurde vernarrt und verzerrt. Die Religion trat ganz in den Hintergrund. In diesen 15 Jahren hat sich kein Engländer der Religion erinnert, kein Engländer der christlichen Barmherzigkeit oder der Nächstenliebe erinnert. Da sind die Herren nicht mit der Bibel spazieren gegangen, sondern da war ihre Bibel der Vertrag von Versailles. Das waren 448 Paragraphen, die alle nur eine Belastung, eine Verpflichtung, eine Verurteilung und eine Erpressung Deutschlands oder an Deutschland darstellten. Und dieses Versailles wurde garantiert von dem neuen Völkerbund. Nicht ein Bund der freien Nationen, der gleichen Nationen, überhaupt gar kein Völkerbund. Die eigentliche begründende Nation blieb vom Anfang an ferne. Sondern ein Völkerbund, dessen einzige Aufgabe es war, dieses gemeinste Diktat, das man nicht ausgehandelt hatte, sondern das man uns einfach aufbürdete, zu garantieren und uns zu zwingen, dieses Diktat zu erfüllen. Das war die Zeit nun des demokratischen Deutschlands. Wenn heute fremde Staatsmänner oft so tun, als ob man zum jetzigen Deutschland kein Vertrauen haben könnte, so konnte dies auf keinen Fall doch vom damaligen Deutschland zutreffen. Denn dieses damalige Deutschland war ja ihre Geburt, ihr ureigenstes Werk. Dazu konnten sie doch Vertrauen haben. Und wie hatten sie dieses Deutschland misshandelt? Wer kann sich die Geschichte dieser Jahre noch vollkommen zurückrufen? Das Elend des Zusammenbruchs vom Jahr 1918, die Tragik des Jahres 1919 und dann alle die Jahre des inneren wirtschaftlichen Verfalls, der fortdauernden Versklavung, der Verelendung unseres Volkes und vor allem der vollkommenen Hoffnungslosigkeit. Es ist auch heute noch erschütternd, sich in diese Zeit zurück zu versenken, da eine große Nation
allmählich das ganze Vertrauen nicht nur etwa auf sich selbst, sondern vor allem in jede irdische Gerechtigkeit verlor. In dieser ganzen Zeit hat nun dieses demokratische Deutschland vergeblich gehofft. Es hat genauso vergeblich gebettelt. Und es hat genauso vergeblich protestiert. Die internationale Finanz, sie blieb brutal rücksichtslos. Sie presste unser Volk aus, soweit sie konnte. Die Staatsmänner der alliierten Nationen, sie blieben hartherzig. Im Gegenteil, man sagte damals ganz eiskalt, dass wir 20 Millionen Deutsche zu viel seien. Man blieb taub gegenüber dem Elend unserer Erwerbslosen. Man kümmerte sich nicht um den Ruin unserer Landwirtschaft oder denn unserer Industrie, auch nicht einmal um den unseres Handels. Wir erinnern uns dieser Verkehrsstille, die damals im Deutschen Reich um sich griff. In dieser Zeit, da alles Hoffen umsonst war, da alles Bitten vergeblich blieb und da alles Protestieren zu keinem Erfolg führte, da entstand die nationalsozialistische Bewegung. Und zwar ausgehend von einer Erkenntnis, nämlich der Erkenntnis, dass man auf dieser Welt nicht hoffen darf und nicht bitten soll und nicht sich zu Protesten herabwürdigen darf, sondern dass man auf dieser Welt in erster Linie sich selbst zu helfen hat. Applaus 15 Jahre lang ist in diesem damaligen demokratischen Deutschland die Hoffnung gepredigt worden auf die andere Welt, auf ihre Einrichtungen. Jedes Lager hatte so seinen internationalen Schutzpatron. Die einen, sie hofften auf die internationale Solidarität des Proletariats, die anderen hofften wieder auf internationale demokratische Institutionen, auf den Völkerbund von Genf, wieder andere auf das Weltgewissen, auf das Kulturgewissen und so weiter. Dieses Hoffen war vergeblich. An die Stelle dieses Hoffens haben wir nun ein anderes Hoffen gesetzt, nämlich das Hoffen auf die einzige Hilfe, die es in dieser Welt gibt. Die Hilfe durch die eigene Kraft. Anstelle des Hoffens trat der Glaube an unser deutsches Volk und die Mobilisierung seiner ewigen inneren Werte. Es standen uns damals wenig reale Mittel zur Verfügung. Was wir als die Bausteine des neuen Reiches ansahen, das war außer unserem Willen in erster Linie die Arbeitskraft unseres Volkes, zweitens die Intelligenz unseres Volkes und drittens das, was unser eigener Lebensraum uns bieten konnte, der eigene Boden. So begannen wir unsere Arbeit und erlebten nun diesen inneren deutschen Aufstieg. Dieser innere deutsche Aufstieg, der die Welt überhaupt nicht bedrohte, der eine reine innere deutsche Reformarbeit war, hat nichtsdestoweniger sofort den Hass der anderen hervorgerufen. Wir haben das vielleicht am tragischsten erlebt in der Zeit, da wir den Vierjahresplan proklamierten. Ein Gedanke, der die andere Welt eigentlich hätte begeistern sollen. Ein Volk will sich selber helfen. Es appelliert nicht an die Hilfe der anderen. Es appelliert nicht an Gaben, an Wohltätigkeiten. Es appelliert an seine eigenen schöpferischen Fähigkeiten, an seinen Fleiß, an seine Tatkraft, an seine Intelligenz. Und trotzdem, diese andere Welt begann aufzubrüllen. Englische Staatsmänner schrien auf: Was fällt euch ein? Dieser Vierjahresplan, der passt nicht in unsere Weltwirtschaft. Als ob sie uns an dieser Weltwirtschaft überhaupt hätten teilnehmen lassen.
Nein, sie witterten den Wiederaufstieg des deutschen Volkes. Und deshalb, weil wir das voraussahen und weil wir das bemerken, haben wir sofort parallel mit diesem inneren Wiederaufstieg die Mobilisierung der deutschen Kraft vorgenommen. Sie kennen die Jahre 1933, also in dem Jahr, noch in dem wir die Macht übernahmen, sah ich mich veranlasst, den Austritt aus dem Völkerbund zu erklären und die lächerliche Abrüstungskonferenz zu verlassen. Wir konnten vor diesen beiden Foren kein Recht erhalten, trotz jahrelangen Bittens und Protestierens. 1934 begann die deutsche Aufrüstung im größten Ausmaß. 1935 führte ich die allgemeine Wehrpflicht ein. 1936 ließ ich das Rheinland besetzen. 1937 begann der Vierjahresplan anzulaufen. 1938 wurde die Ostmark dem Reich eingegliedert und das Sudetenland. Und 1939 begannen wir, das Reich abzuschirmen gegen jene Feinde, die unterdessen sich bereits demaskiert hatten. Zum Schutz des Reiches sind die Maßnahmen des Jahres 1939 geschehen. Alles das hätte anders kommen können, wenn diese andere Welt auch nur zu einer Stunde Verständnis für die deutschen Forderungen, für die deutschen Lebensnotwendigkeiten aufgebracht hätte. Man sagt so oft, man hätte das aushandeln sollen. Sie erinnern sich, meine Volksgenossen, habe ich nicht öfter als einmal der Welt zum Aushandeln die deutsche koloniale Forderung vorgelegt? Haben wir jemals eine Antwort darauf bekommen? Außerdem ein Nein, außerdem eine Ablehnung, ja, geradezu neue Anfeindungen. Nein, England und Frankreich waren in den führenden Schichten im Augenblick der Wiederauferstehung des Reiches entschlossen, den Kampf erneut aufzunehmen. Sie wollten es so. England hat seit 300 Jahren das Ziel verfolgt, eine wirkliche Konsolidierung Europas zu verhindern, genauso wie Frankreich eine Konsolidierung Deutschlands seit vielen Jahrhunderten zu verhindern sich bemühte. Wenn nun heute ein Herr Chamberlain auftritt als Prediger und nun seine frommen Kriegsziele der Mitwelt verkündet, dann kann ich nur sagen, Ihre eigene Geschichte widerlegt Sie, Mr. Chamberlain. Seit 300 Jahren haben Ihre Staatsmänner bei Kriegsausbruch immer so geredet, wie Sie, Herr Chamberlain, heute reden. Sie haben überhaupt immer nur für Gott und für die Religion gekämpft. Sie haben niemals ein materielles Ziel gehabt. Aber gerade weil die Engländer nie für ein materielles Ziel kämpften, hat der liebe Gott sie dann materiell so reich belohnt. England immer nur als der Streiter der Wahrheit, der Gerechtigkeit, der Vorkämpfer aller Tugenden auftrat, das hat Gott den Engländern nicht vergessen. Dafür sind sie reich gesegnet worden. Sie haben in 300 Jahren rund 40 Millionen Quadratkilometer Erdraum sich unterworfen. Alles natürlich nicht etwa aus Egoismus, nicht etwa aus irgendeiner Lust an der Herrschaft oder am Reichtum oder am Genuss. Nein, im Gegenteil, alles das tat man nur im Auftrage Gottes und der guten und lieben Religion zuliebe. Freilich, England wollte auch nicht einmal allein nur Streiter Gottes sein, sondern es hat immer auch andere dann eingeladen, an diesem edlen Streit teilzunehmen. Es hat nicht sich gerade bemüht, die Hauptlast zu tragen, sondern
Für so gut wohlgefällige Werke, da kann man auch immer Mitkämpfer suchen. Das tun sie auch heute. Und es hat sich das, wie gesagt, für England reich bezahlt gemacht. 40 Millionen Quadratkilometer und die englische Geschichte ist eine einzige Reihenfolge von Vergewaltigungen, von Erpressungen, von tyrannischen Misshandlungen, von Unterdrückungen, von Ausplünderungen. Es gibt Dinge, die wirklich in keinem anderen Staat und bei keinem anderen Volk denkbar gewesen wären. Man hat für alles Krieg geführt. Man führte Krieg, um seinen Handel zu erweitern. Man führte Krieg, um andere zu veranlassen, dass sie Opium rauchten. Man führte aber auch Krieg, wenn notwendig, um Goldgruben zu gewinnen, um die Herrschaft über Diamantengruben zu bekommen. Es waren immer materielle Ziele. Allerdings immer naturgemäß edel und ideal verbrämt. Auch der letzte Krieg, er wurde geführt nur für ideale Ziele, dass man nebenbei dann doch noch die deutschen Kolonien einsteckte. Das hat Gott wieder so gewollt. Dass man unsere Flotte wegnahm, dass man die deutschen Auslandsguthaben kassierte, das sind so Nebenerscheinungen in diesem edlen Streit für die heilige Religion. Wenn Herr Chamberlain heute mit der Bibel einhergeht und seine Kriegsziele predigt, dann kommt mir das vor, als wenn sich der Teufel mit dem Gebetbuch einer armen Seele nähert. Und dabei ist das jetzt wirklich nicht mehr originell. Das ist abgeschmackt. Das glaubt ihm ja niemand mehr. Ich glaube, er zweifelt selber an sich. Außerdem, jedes Volk verbrennt sich nur einmal die Finger. Einen Rattenfänger von Hameln sind nur einmal die Kinder nachgelaufen. Und einem Apostel internationaler Völker, Verbrüderung, Verständigung und so weiter, auch nur einmal das deutsche Volk. Da lobe ich mir Herrn Mr. Churchill. Er spricht das offen aus, was der alte Mr. Chamberlain nur im Stillen denkt und hofft. Er sagt es, unser Ziel ist die Auflösung Deutschlands. Unser Ziel ist die Vernichtung Deutschlands. Unser Ziel ist die Ausrottung, wenn möglich, des deutschen Volkes. Wir wollen Deutschland schlagen. Das glauben Sie mir, das begrüße ich. Und auch französische Generale, sie sprechen jetzt ganz offen, um was es geht. Ich glaube, dass wir uns so auch leichter verständigen können. Warum denn nur mit diesen verlogenen Phrasen kämpfen? Warum nicht offen sagen? Es ist uns das so lieber. Wir wissen genau, welches Ziel Sie haben. Ob Herr Chamberlain mit der Bibel kommt oder nicht, ob er fromm tut oder nicht, ob er die Wahrheit spricht oder ob er lügt, wir wissen das Ziel. Es ist das Deutschland von 1648, das Ihnen vorschwebt. Das Deutschland aufgelöst und zerrissen. Sie wissen sehr genau, hier in diesem Mitteleuropa sitzen über 80 Millionen Deutsche. Diese Menschen haben auch einen Lebensanspruch. Ihnen gebührt auch ein Lebensanteil. In 300 Jahren sind sie darum betrogen worden. Sie konnten nur betrogen werden, weil sie infolge ihrer Zerrissenheit das Gewicht ihrer Zahl nicht zur Geltung zu bringen vermochten. So leben heute 140 Menschen auf dem Quadratkilometer. Wenn diese Menschen eine Einheit bilden, dann sind sie eine Macht. Wenn sie zersplittert sind, sind sie wehrlos und ohnmächtig. In ihrer Geschlossenheit
liegt aber außerdem noch ein moralisches Recht. Was bedeutet es schon, wenn 30, 50 oder 200 Kleinstaaten protestieren oder Lebensrechte in Anspruch nehmen? Wer nimmt davon Notiz? Wenn 80 Millionen auftreten, dann ist das schlimmer. Daher die Abneigung gegen die staatliche Bildung Italiens, gegen die staatliche Bildung Deutschlands. Sie möchte am liebsten diese Staaten wieder auflösen in ihre ursächlichen Bestandteile. Vor wenigen Tagen, da schrieb schon ein Engländer, das ist es eben, die überstürzte Gründung des Kaiserreichs I. Das war nicht richtig. Freilich, das war nicht richtig. Es war nicht richtig, dass diese 80 Millionen sich zusammenfinden, um ihre Lebensrechte gemeinsam zu vertreten. Es würde ihnen lieber sein, wenn diese Deutschen wieder unter 200 oder 300 oder 400 Fähnchen, wenn möglich unter 200, 300 oder 400 Dynasten kämen. Hinter jedem Dynasten ein paar Hunderttausend, die dann vollkommen mundtot der übrigen Welt gegenüber sind. Dann können wir natürlich als Volk von Dichtern und von Denkern weiterleben, so gut es geht. Der Dichter und der Denker braucht außerdem nicht so viel Nahrung als der Schwerstarbeiter. Das ist das Problem, das heute zur Diskussion steht. Wir sind große Nationen, die im Laufe von Jahrhunderten um ihren Lebensanteil auf dieser Welt betrogen worden sind, infolge ihrer Uneinigkeit. Diese Nationen haben aber jetzt diese Uneinigkeit überwunden. Sie sind heute als junge Völker in den Kreis der anderen eingetreten und erheben nunmehr ihre Ansprüche. Ihnen gegenüber befinden sich die sogenannten Besitzenden. Und diese besitzenden Völker, die große Gebiete der Welt ohne jeden Sinn und Zweck einfach blockieren. Ja, vor wenigen Jahrzehnten noch Deutschland selbst mit berauben. Diese Besitzenden stellen sie nun auf den Standpunkt der sogenannten besitzenden Klassen innerhalb der Völker. Es wiederholt sich im Großen der Welt das, was wir ja auch innerhalb der Völker im Kleineren erlebten. Auch hier gab es wirtschaftliche Auffassungen und politische Meinungen, die dahin gingen, dass der, der hat, eben hat und der nicht hat, eben nicht hat. Und dass es eine gottwohlgefällige Ordnung sei, dass der eine habe und der andere nichts besitze. Und dass das eben so bleiben müsse. Denen gegenüber traten nun andere Kräfte auf. Die eine Kraft, die einfach ausschreit, wir wollen uns zerstören. Wenn wir schon nicht besitzen, dann soll alles vernichtet werden. Diese nihilistische Kraft, sie hat in Deutschland anderthalb Jahrzehnte lang gewütet. Sie ist vom konstruktiven Nationalsozialismus überwunden worden. Dieser Nationalsozialismus, der nun nicht das Bestehende anerkannte, sondern der nur eine Modifikation vornahm in der Änderung oder in der Methode der Änderung dieses Zustandes, indem er sagt, wir wollen diesen Zustand ändern, indem wir allmählich die nicht besitzenden Klassen langsam teilnehmen lassen, erziehen zur Teilnahme am Besitz. Keinesfalls aber kann einer, der nun besitzt, Sie auf den Standpunkt stellen, dass er alles Recht besitzt und der andere keines. Und so ähnlich ist es in der Welt. Es geht nicht an, dass 46 Millionen Engländer 40 Millionen Quadratkilometer der Erde einfach blockieren und erklären, das ist uns vom lieben Gott gegeben und wir haben vor 20 Jahren nur etwas dazu bekommen von euch, das ist jetzt unser Eigentum und das geben wir nicht mehr her. Und Frankreich mit seinem wirklich nicht sehr fruchtbaren Volksboden. Knapp 80 Menschen auf den Quadratkilometer hat selber auch über 9 Millionen Quadratkilometer Raum. Deutschland mit über 80 Millionen noch nicht 600.000 Quadratkilometer.
Das ist das Problem, das gelöst werden muss und das genauso gelöst werden wird, wie alle sozialen Fragen gelöst werden. Und wir erleben heute im Großen ja nur das Schauspiel, das wir einst im Inneren in kleinerem Ausmaß auch erlebten. Als der Nationalsozialismus seinen Kampf für die breite Masse unseres Volkes begann, im Interesse der Herstellung einer wirklichen tragbaren Ordnung und einer wirklichen Gemeinschaft der Menschen, da wurde gerade von den damaligen liberalen und demokratischen, also besitzenden Kreisen und ihren Vereinigungen und Parteien versucht, den Nationalsozialismus zu zerschlagen, die Partei aufzulösen. Es war ihr ewiger Schrei, man muss sie verbieten, auflösen muss man sie. Man sah in der Auflösung, im Verbot der Bewegung, sah man die Vernichtung der Kraft, die vielleicht eine Änderung des bestehenden Zustandes hätte herbeiführen können. Der Nationalsozialismus ist mit diesem Wunsch fertig geworden. Er ist geblieben und er hat seine Neuordnung in Deutschland durchgeführt. Heute schreit diese besitzende andere Welt, man muss Deutschland auflösen. Man muss diese 80 Millionen Menschen atomisieren. Man darf sie nicht in einem staatlichen, geschlossenen Gebilde lassen. Dann nimmt man ihnen die Kraft, ihre Forderungen durchzusetzen. Das ist das Ziel, das sich England und Frankreich heute gesetzt haben. Demgegenüber ist unsere Antwort die gleiche, wie wir sie unseren inneren Gegnern einst gegeben hatten. Sie wissen, meine alten Parteigenossen, dass uns der Sieg im Jahre 1933 nicht geschenkt worden war. Es ist ein Kampf sondergleichen gewesen, der fast 15 Jahre lang geführt werden musste. Ein dabei fast aussichtsloser Kampf. Denn Sie müssen sich vorstellen, meine Parteigenossen, dass wir ja nicht etwa, sagen wir von der Vorsehung plötzlich, eine große Bewegung erhalten hatten. Mit einer Handvoll Menschen ist das gegründet worden. Und diese Menschen mussten sich mühselig ihre Position erst sichern und dann erweitern. Aus einer Handvoll Menschen sind 100 und dann 1000 und dann 10.000 und 100.000. Und endlich ist die erste Million aus ihnen geworden. Und dann wurde eine zweite Million daraus und eine dritte und eine vierte. So sind wir in einem dauernden Krieg gegen 1000 Widerstände und Angriffe und Vergewaltigungen und Rechtsbrüche sind wir gewachsen und sind in diesem Kampf allerdings auch stark geworden, innerlich stark. So ist in diesen 15 Jahren die Macht übernommen worden, nicht als ein Geschenk des Himmels, einem gegenüber, der es nicht verdiente, sondern als die Belohnung eines einmaligen tapferen Ringens, eines tapferen Ausharrens im Kampf um die Macht. Als ich im Jahre 1933 diese Macht nun erhielt und nun mit der nationalsozialistischen Bewegung die Verantwortung für die deutsche Zukunft übernahm, da war mir klar, dass die Freiheit unserem Volk nicht geschenkt werden würde. Da war mir weiter klar, dass nun der Kampf nicht seinen Abschluss gefunden hat, sondern dass er nun in einem größeren Ausmaß erst recht beginnt. Denn vor uns stand ja nicht der Sieg der nationalsozialistischen Bewegung, sondern die Befreiung unseres deutschen Volkes. Das war das Ziel. Was ich seitdem geschaffen habe, es ist ja alles nur ein Mittel zum Zweck. Partei, Arbeitsfront, SA, SS, alle anderen Organisationen, die Wehrmacht, das Heer, die Luftwaffe, die Marine, sie sind ja kein Selbstzweck. Sie alle sind ein Mittel zum Zweck. Über allem steht
die Sicherung der Freiheit unseres deutschen Volkes. Ich habe natürlich genauso wie im Inneren versucht, durch Überredung, durch Verhandeln, durch den Appell an die Vernunft, die notwendigen, unabdingbaren Forderungen durchzusetzen. Es ist mir auf einigen Gebieten und einige Male gelungen. Allein schon im Jahr 1938 musste man erkennen, dass bei den gegnerischen Staaten die alten Hetzer des Weltkriegs wieder die Überhand gewannen. Ich habe damals schon zu warnen angefangen. Denn was soll man denken, wenn man sich erst in München zusammensetzt und ein Abkommen abschließt, nach London zurückkehrt und dort sofort dann zu hetzen anfängt, dieses Abkommen als eine Schande bezeichnet? Ja, versichert, dass sich ein zweites Mal so etwas nicht mehr wiederholen darf. Mit anderen Worten, dass eine freiwillige Verständigung überhaupt nicht mehr denkbar sein soll für die Zukunft. Damals sind in den sogenannten Demokratien die Außenseiter aufgetreten. Ich habe damals sofort davor gewarnt. Denn es ist ja klar, das deutsche Volk empfand keinen Hass, weder gegen Engländer noch gegen Franzosen. Das französische Volk, das englische Volk, das deutsche Volk wollte mit ihnen ja nur in Frieden und in Freundschaft leben. Es hat Forderungen, die diesen Völkern ja auch nicht wehtun, die den Völkern gar nichts nehmen. Das deutsche Volk ist daher auch nie zur Feindschaft erzogen worden. Da begann man in England nun von gewissen Kreisen aus mit dieser impertinenten, unerträglichen Hetze. Und da kam der Augenblick, wo ich mir sagen musste, ich kann nun nicht mehr zusehen, sondern ich muss diese Hetze jetzt beantworten. Denn wir erziehen das deutsche Volk in keinem Hass gegenüber dem Englischen. Wir erziehen es in keinen Hass gegenüber dem Französischen. Während in England und in Frankreich die Hetzer Tag für Tag in der Presse und in den Versammlungen das britische und das französische Volk in Weißglut bringen gegenüber dem Deutschen. Eines Tages werden die Hetzer die Regierung sein, dann werden sie ihre Pläne verwirklichen und das deutsche Volk wird überhaupt nicht wissen, wieso das nun kommt. So gab ich den Befehl, nunmehr das deutsche Volk über diese Hetze aufzuklären. Aber ich war von diesem Augenblick an auch entschlossen, wenn notwendig, die Verteidigung des Reiches so oder so sicherzustellen. 1939 haben nun diese Westmächte die Maske fallen lassen. Sie haben Deutschland die Kriegserklärungen geschickt. Trotz all unserer Versuche, trotz unserem Entgegenkommen. Sie geben es heute ganz ungeniert selber zu. Jawohl, Polen hätte wahrscheinlich eingewilligt, aber das wollten wir nicht. Sie geben es heute zu, dass es möglich gewesen wäre, leicht eine Verständigung herbeizuführen. Aber sie wollten das nicht. Sie wollten den Krieg. Guten! Das haben mir einst meine inneren Gegner auch gesagt. Ich habe ihnen auch so auf die Hand gegeben. Sie haben sie zurückgestoßen. Sie schrien auch, nein, nicht Versöhnung, nicht Verständigung, sondern Kampf. Gut, sie haben den Kampf bekommen. Und ich kann Frankreich und England nur sagen, auch sie werden den Kampf bekommen. Die erste Phase dieses Kampfes war eine politische Aktion. Durch sie wurde uns zunächst der Rücken politisch freigemacht. Jahrelang hat Deutschland mit Italien eine gemeinsame Politik betrieben. Diese Politik hat sich bis heute nicht geändert.
Die beiden Staaten sind eng befreundet. Ihre gemeinsamen Interessen sind auf den gleichen Nenner zu bringen. Im vergangenen Jahr habe ich nun versucht, England die Möglichkeit zu nehmen, den beabsichtigten Krieg in einen allgemeinen Weltkrieg ausarten zu lassen. Denn der fromme, die Bibel studierende und lesende und predigende Herr Chamberlain hat damals sich monatelang bemüht, mit dem Atheisten Stalin zu einer Verständigung zu kommen, zu einem Bund zu kommen. Das ist damals nicht gelungen. Ich verstehe, dass man in England heute wild ist darüber, dass ich nun das getan habe, was Herr Chamberlain versucht hatte zu tun. Und ich begreife auch, dass das, was bei Herrn Chamberlain ein Gott wohlgefälliges Werk gewesen wäre, bei mir ein Gott nicht wohlgefälliges ist. Aber immerhin, ich glaube, der Allmächtige wird jedenfalls zufrieden sein, dass auf einem großen Gebiet ein sinnloser Kampf vermieden wurde. Denn durch Jahrhunderte haben Deutschland und Russland in Freundschaft und in Frieden nebeneinander gelebt. Warum soll das in der Zukunft nicht wieder so möglich sein? Ich glaube, es wird möglich sein, weil die beiden Völker das wünschen. Und jeder Versuch der britischen und der französischen Plutokratie, uns in einen neuen Gegensatz zu bringen, wird scheitern. Einfach scheitern aus der nüchternen Überlegung der Absichten dieser Kräfte, der Erkenntnis dieser Absichten. So ist heute Deutschland zunächst politisch in seinem Rücken frei. Die zweite Aufgabe des Jahres 39 war, uns auch militärisch den Rücken frei zu machen. Die Hoffnung der englischen Kriegssachverständigen, der Kampf gegen Polen würde unter keinen Umständen vor einem halben bis einem Jahr entschieden sein, wurde durch die Kraft unserer Wehrmacht zunichte gemacht. Der Staat, dem England die Garantie gegeben hat, ist ohne Erfüllung dieser Garantie in 18 Tagen von der Landkarte weggefegt worden. Damit ist die erste Phase dieses Kampfes beendet und die zweite beginnt. Herr Churchill brennt schon auf diese zweite Phase. Er lässt durch seine Mittelsmänner, und er tut es auch persönlich, die Hoffnung ausdrücken, dass nun endlich bald der Kampf mit den Bomben beginnen möge. Und sie schreiben schon, dass dieser Kampf natürlich auch nicht vor Frauen und Kindern Halt machen wird. Wo denn? Wann hat jemals England vor Frauen und Kindern Halt gemacht? Der ganze Blockadekrieg ist überhaupt nur ein Krieg gegen Frauen und gegen Kinder. Der Krieg gegen die Buren war ein Krieg gegen Frauen und Kinder. Damals wurde das Konzentrationslager erfunden. In einem englischen Gehirn ist diese Idee geboren worden. Wir haben nur im Lexikon nachgelesen und haben das dann später kopiert. Nur mit einem Unterschied. England hat Frauen und Kinder in diese Lager gesperrt. Und über 20.000 Burenfrauen sind damals jämmerlich zugrunde gegangen. Warum soll also England heute anders kämpfen? Das haben wir vorhergesehen und haben uns darauf vorbereitet. Ja.
Churchill mag überzeugt sein, was England in den 5 Monaten jetzt getan hat, das wissen wir. Was Frankreich getan hat, auch. Aber anscheinend weiß er nicht, was Deutschland in den 5 Monaten getan hat. Die Herren sind wohl der Meinung, dass wir in den letzten 5 Monaten geschlafen haben. Seit ich in die politische Arena trat, habe ich noch nicht einen einzigen Tag von wesentlicher Bedeutung verschlafen, geschweige denn 5 Monate. Ich kann dem deutschen Volk nur die eine Versicherung geben. Es ist in diesen 5 Monaten Ungeheures geleistet worden. Gegenüber dem, was in diesen 5 Monaten geschaffen wurde, verblasst alles, was in den 7 Jahren vorher in Deutschland entstand. Unsere Rüstung, ist jetzt zu dem planmäßigen Anlauf gekommen. Die Planung hat sich bewährt. Unsere Voraussicht beginnt jetzt Früchte zu tragen. Und zwar auf allen Gebieten Früchte zu tragen. So große Früchte, dass unsere Herren Gegner langsam zu kopieren anfangen. Allerdings. Es sind nur sehr kleine Kopisten. Natürlich, der englische Rundfunk weiß ja alles besser. Wenn wir nach dem englischen Rundfunk gehen, dann müsste eigentlich in England heute keine Sonne mehr scheinen können. Die Flugzeuggeschwader müssen die Atmosphäre verdüstern. Die Welt müsste ein einziges Waffenlager sein, von England ausgerüstet, für England arbeitend und damit die britischen Massenheere versorgend. Deutschland umgekehrt steht vor dem totalen Zusammenbruch. U-Boote, ich habe es heute gerade gehört, haben wir noch 3 Stück. Das ist sehr schlimm. Nämlich nicht für uns, sondern für die englische Propaganda. Denn wenn die 3 Stück versenkt sind, und das tritt ja heute Nacht oder morgen sicher ein, was wird man dann noch versenken? Was wird man dann noch vernichten? Den Engländern bleibt nichts anderes übrig, als dann vorweg die U-Boote versenken, die wir in der Zukunft bauen werden. Sie werden dann zu einer U-Boots-Auferstehungstheorie kommen müssen. Nachdem ja doch die englischen Schiffe
Heute tritt diesen Kräften die deutsche Wehrmacht gegenüber. Die erste der Welt. Über allem aber tritt diesen Kräften gegenüber das deutsche Volk. Das deutsche Volk in seiner Einsicht und in seiner Disziplin, erzogen nunmehr durch 7 Jahre nationalsozialistische Arbeit auf allen Gebieten. Dass das kein Phantom ist, das können wir heute erleben. Diese Erziehungsarbeit hat Klassen und Stände überwunden. Sie hat Parteien beseitigt. Sie hat Weltanschauungen ausgetilgt und hat an ihre Stelle eine Gemeinschaft gesetzt. Diese Gemeinschaft ist heute von einem einzigen glühenden Vertrauen beseelt und einem fanatischen Willen erfüllt. Diese Gemeinschaft, die wird dieses Mal nicht den Fehler des Jahres 1918 machen. Wenn heute Herr Daladier zweifelt an dieser Gemeinschaft oder wenn er glaubt, dass in dieser Gemeinschaft Teile jammern, oder er zitierte meine eigene Heimat und bemitleidete sie. Oh, Monsieur Daladier, vielleicht werden Sie meine Ostmärkte kennenlernen. Sie werden ihnen... Sie werden ihnen ja die Aufklärung persönlich geben. Sie werden mit diesen Divisionen und Regimentern ja genauso Bekanntschaft machen wie mit den anderen Deutschen. Und sie werden dann von einem Wahnsinn geheilt werden, nämlich von dem Wahnsinn zu glauben, dass ihnen noch deutsche Stämme gegenübertreten. Herr Daladier, ihnen tritt das deutsche Volk gegenüber. Und zwar das nationalsozialistische deutsche Volk. Dieses Volk, um das der Nationalsozialismus gerungen hat und das in mühevoller Arbeit seine heutige Erziehung und damit seine heutige Formung erhielt. Es ist geheilt von allen internationalen Anwandlungen und es wird geheilt bleiben, dafür bürgt die Nationalsozialistische Partei. Und ihre Hoffnung, Volk und Partei oder Partei und Staat oder Partei und Wehrmacht oder Wehrmacht, Partei und mich zu trennen, sind kindlich naiv. Und das ist die Hoffnung, von der meine Gegner einst schon 15 Jahre gelebt hatten. Ich habe als Nationalsozialist nichts anderes kennengelernt als Arbeit, Kampf, Sorgen, Mühen. Ich glaube, unserer Generation hat die Vorsehung nichts anderes bestimmt. Wir wollen deshalb uns dieser Vorsehung gegenüber nicht undankbar benehmen. Im Gegenteil, wir haben hier eine Warnung. Einst vor 25 Jahren zog das deutsche Volk in einen Kampf, der ihm damals aufgenötigt worden war. Es war nicht gut gerüstet. Frankreich hatte seine Volkskraft ganz anders ausgewertet als das damalige Deutschland. Russland war damals der gewaltige Gegner. Eine ganze andere Welt konnte allmählich gegen dieses Deutschland mobilisiert werden. Da zog es in den Kampf und hat nun Wunder an Heldentaten verübt. Und die Vorsehung hat unser Volk gehalten. Das Jahr 14, es befreite die deutsche Heimat von der Gefahr feindlicher Einbrüche. Im Jahr 15 wurde die Stellung des Reiches verbessert. 16, 17, Jahr für Jahr, Kampf um Kampf. Manches Mal schien alles schon
zusammenzubrechen und wieder ein Wunder wurde das Reich immer wieder gerettet. Deutschland hat staunenswerte Proben seiner Kraft gegeben. Es war ersichtlich von der Vorsehung gesegnet worden. Da wurde das deutsche Volk undankbar. Da begann es, statt im Vertrauen auf seine eigene Zukunft und damit auf seine eigene Kraft zu blicken, begann es zu vertrauen auf die Versprechungen anderer. Und endlich hat es in seiner Undankbarkeit sich gegen das eigene Reich, gegen die eigene Führung empört. Und da wendete sich dann die Vorsehung vom deutschen Volk ab. Ich habe damals diese Katastrophe nicht als etwas Unverdientes angesehen. Ich habe niemals es beklagt, dass die Vorsehung uns etwa Unrecht getan hätte. Ich habe im Gegenteil immer die Auffassung vertreten, wir haben nur das von der Vorsehung quittiert bekommen, was wir letzten Endes selbst uns verdient hatten. Die deutsche Nation ist undankbar gewesen und sie hat demgemäß den letzten Lohn damals versagt erhalten. Ein zweites Mal wird sich das in unserer Geschichte nicht mehr wiederholen. Die nationalsozialistische Bewegung hat diese Bewährung selbst schon abgelegt. In den 15 Jahren ihres Kampfes, da gab es keineswegs immer nur glänzende Tage, wunderbare Siege. Das gab oft sorgenvollste Zeiten. Da jubelten oft schon die Gegner über unsere Vernichtung. Da hat die Bewegung sich aber bewährt, gläubigen und starken Herzens, immer wieder im Vertrauen auf die Notwendigkeit unseres Kampfes, sich aufgerafft und erneut dem Gegner die Stirne geboten und am Ende diesen Gegner besiegt. Das ist heute nun die Aufgabe der deutschen Nation. 80 Millionen treten nunmehr in die Schranken. Ihnen gegenüber stehen genauso viele Gegner. Diese 18 Millionen haben heute eine hervorragende innere Organisation, die beste, die es geben kann. Sie haben einen starken Glauben und sie haben nicht die schlechteste Führung, sondern, wie ich überzeugt bin, mit die beste. Führung und Volk haben heute eine Einsicht, dass es keine Verständigung gibt ohne eine klare Durchsetzung unseres Rechtes. Und dass wir nicht wollen, dass vielleicht in 2 oder 3 oder 5 Jahren der Streit von Neuem entbrennt um unsere Rechte. Dass aber hier das Recht von 80 Millionen zur Diskussion steht, nicht eine Partei oder eine Bewegung. Denn was bin ich endlich? Ich bin nicht deutsches Volk als dein Sprecher. Ich bin als der Vertreter deines Rechts. Es handelt sich hier nicht um meine Person, aber ich gehöre nicht auch zu jenen Leuten, die jemals die Fahne streichen. Das habe ich nicht gelernt. Das Volk hat mir sein Vertrauen geschenkt. Ich werde mich dieses Vertrauens würdig erweisen und will dabei nicht den Blick auf mich selbst oder meine Umwelt, sondern will den Blick auf die Vergangenheit und in die Zukunft wenden. Ich möchte vor der Vergangenheit und vor der Zukunft in Ehren bestehen. Und mit mir soll in Ehren bestehen das deutsche Volk. Die heutige Generation, sie trägt Deutschlands Schicksal, Deutschlands Zukunft oder Deutschlands Untergang. Und unsere Gegner, sie schreien es heute raus, Deutschland soll untergehen. Und Deutschland kann ihnen nur eine Antwort geben. Deutschland wird leben und Deutschland wird deshalb siegen.
am Beginn des 8. Jahres der nationalsozialistischen Revolution wenden sich unsere Herzen unserem deutschen Volk zu, seiner Zukunft. Ihr wollen wir dienen, für sie wollen wir kämpfen, wenn notwendig fallen, niemals kapitulieren. Deutschland, Sieg heil!